Liebe Leserinnen, liebe Leser, in dieser Woche haben wir eine Titelgeschichte über Prostitution gemacht. Anlassfall ist, dass in einigen europäischen Ländern diskutiert wird, ob Prostitution gänzlich verboten werden sollte. Am Cover haben wir auch eine recht flapsige Formulierung. Was haben Erzkatholiken und Fundi-Feministinnen gemeinsam? Sie wollen die Prostitution verbieten. Warum eigentlich nicht? So, heute sind wir zu viert, weil viele Autorinnen und Autoren an dieser Geschichte beteiligt waren. Und ich möchte mit dem Sebastian Hofer beginnen. Sebastian Hofer hat argumentiert, dass die Lösung, Prostitution zu verbieten, die richtige wäre. Warum? Genau, ich habe die Rolle der Erzkatholikin und des Radikalfeministen übernommen. Habe allerdings versucht, jetzt eher grundsätzlich zu argumentieren. Ich verstehe, es gibt gute Gründe dafür, Prostituierte einen Rechtsschutz in gewissem Maße zu bieten, der natürlich bei einem Verbot schwer zu gewährleisten ist. Deswegen ist meine Argumentation dann doch eher die fundamentalistische, die einen Schritt zurücktritt und sagt, dass einfach der freie Markt, wenn es um den Erwerb von Sexualität geht, nicht funktioniert. Das heißt, ich fordere den Staat auf einzuschreiten, in dem Fall zu verbieten, weil gerade die Erfahrung in Deutschland, wo das sehr stark liberalisiert wurde, zeigt, dass einfach dort dann eben die Sexindustrie tatsächlich ihr richtig grässliches Angesicht zeigt. Ich sage jetzt nur so Flatrate-Bordelle, wo einfach um nichts ewig lang gebumst werden kann. Und das Robert Reichler, du argumentierst, dass das Verbot erst recht nicht funktioniert und die Prostitution und die Prostituierten damit sehr in einen völlig ungeordneten rechtsfreien Raum gedrängt würden. Das ist auf alle Fälle die Gefahr. Prinzipiell muss man sagen, die Zwangsprostitution, also jeglicher Zwang der Frauen oder gegebenenfalls auch Männer dazu bringt, sich zu prostituieren, ohnehin verboten ist. Das heißt, die wirkliche Frage ist jetzt, soll man Prostitution verbieten, auch wenn die Prostituierte oder der Prostituierte das freiwillig machen? Bisher ist es ja so, man arbeitet auch an Modellen, die Freier zu sensibilisieren dafür, ob sie zu einer Prostituierten gehen, die eine junge, gehandelte Frau aus Osteuropa ist, bei der man annehmen muss, dass die durch Manipulation oder Zwang zu diesem Geschäft kam, oder ob das eine Frau ist, die das freiwillig macht. Diese Sensibilisierung wäre dann witzlos, wenn man ohnehin beides verbieten würde. Kann diese Sensibilisierung in diesem Bereich irgendwie funktionieren, ohne Sanktionen? Prinzipiell glaube ich an den zivilisatorischen Fortschritt auch in diesem Bereich, auch bei Männern. Sogar bei Männern. Edith Meinert, du hast dir die Situation in Österreich angesehen. Was sind die Erfahrungen und tendierst du persönlich zu der einen oder anderen Argumentation? Ja, ich persönlich tendiere zur Argumentation, dass man nicht total verbieten soll. Auch, was der Robert jetzt gerade angesprochen hat, die Freierbestrafung würde verhindern, dass die Freier als Verbündete für die Streetworker und auch im Fall, dass es um Strafrechtliches geht, für die Polizei zur Verfügung stehen. Und tatsächlich kommt das vor, dass wenn es Übergriffe auf Prostituierte gibt, es manchmal die Freier sind, die die Beratungsstellen informieren und den Frauen helfen. In Österreich ist es so, dass die Prostitution Landessache ist, also sprich von den Ländern geregelt wird. In Vorarlberg gibt es zum Beispiel kein genehmigtes Prostitutionslokal. Also es ist zwar nicht verboten seit den 70er Jahren, aber es gibt einfach nichts. In Wien wurde das Prostitutionsgesetz vor 2 Jahren novelliert mit dem Ziel, und das ist quasi die ideologische, politische Positionierung dahinter, in einer Welt, also es wäre schön, wenn es eine Welt gäbe ohne Prostitution, aber bis es soweit ist, wollen wir die Prostitution sicherer machen. Also für die Frauen, für die Sexarbeiterinnen hygienischere und sicherere Bedingungen schaffen. Das ist teilweise gelungen in den Indoor-Bereichen, also alles was Laufhäuser, Massagesalons, Bordelle betrifft. Das Problem in Wien ist der Straßenstrich, weil es nur zwei sehr entlegene Zonen gibt, wo die Frauen stehen dürfen, und es mehr bräuchte, vor allem innerhalb des Stadtgebiets. Okay. Mitgearbeitet am Cover haben noch die Tina Göbel, die auch fotografiert hat, und die Christa Zöchling, die eine berührende Geschichte aus ihrer eigenen Jugend dazu erzählt. Ich wünsche Ihnen interessantes Lesen mit dem Profil in dieser Woche. Danke euch. Okay.